Oje, Daniel. Der Typ hieß übrigens nicht nur Daniel Barrera, das habe ich gegoogelt, sondern er hieß El Loco. Ich mache das nochmal auf Spanisch. Oye, Daniel, vamos a vender kilos y pues toneladas de cocaína en todo el mundo y vamos a ser billionarios. Dafür studiert man nicht 6 Jahre in Harvard und foltert sich mit krassesten akademischen Herausforderungen, um fucking Drogengigant zu werden, weil das Geschäft hat ein miserables Chancen-Risiko-Verhältnis. Soweit ich weiß, erleben die meisten nicht ihren 50. Geburtstag in Freiheit und viele verrecken schon vor 30. Schwachsinn.